Wenn Anja die verwelkten Blätter vom Salat zupft, dann wirft sie sie nicht einfach auf den Kompost, sondern sie veredelt sie im Kaninchenmagen. Wir kaufen keinen Dünger zu, sondern wir versuchen alles, was uns der Garten und auch die Tiere bringen, hier im Kreislauf wieder zurückzugeben. Und dafür ist halt der Mist von den Tieren super und auch das Laub im Herbst und der Wurmhumus und Wurmtee, den wir hier herstellen. Und da brauchen wir nichts zukaufen. Die Kaninchen sind ideale Mistproduzenten. Aus den Kötteln in der Hasentoilette macht Anja eine Jauche. Die Kaninchenjauche, die wirkt sofort im Boden als Boost für vor allen Dingen stark zehrende Pflanzen wie Kürbisgewächse oder Kohl. Das Gute am Mist ist, dass es aus kohlenstoffhaltigem Material und auch stickstoffhaltigem Material besteht. Das heißt, das kohlenstoffhaltige Material ist eben das Stroh zum Beispiel. Und das stickstoffhaltige Material ist in dem Fall der Urin und der Kot der Tiere. Und das kann man halt super als Dünger im Garten verwenden für stark zehrende Pflanzen, Bäume und Sträucher. Der Kaninchenmist hat alle Vorteile von Pferdemist und einen deutlichen Pluspunkt. Er muss nicht altern oder kompostieren, bevor man ihn verwendet. Außerdem stinkt er nicht so stark und ist leichter zu handhaben. Ich gieße jetzt meinen Elefantenknoblauch das letzte Mal vor der Ernte, um ihn noch mal so ein bisschen zu kräftigen. Kräftiger können die Pflanzen aber auch durch die ganz normalen trockenen Köttel werden. Die streut Anja einfach ins Beet unter die Starkzehre. Schwieriger ist das mit dem Hühnermist. Er muss vor der Verwendung kompostiert werden. Viele Pflanzen vertragen ihn sonst nicht wegen seiner hohen Nährstoffkonzentration. Außerdem kann er Krankheitserreger enthalten, weil die Hühner, anders als die Kaninchen, Allesfresser sind. Für die Hühner verwende ich sehr gerne Hackschnitzel im Einstreu. Das ist auch eine kohlenstoffhaltige Variante. Im Sommer packe ich meinen Hühnermist sehr gerne einfach auf den Misthaufen drauf. Und im Winter benutze ich aber das Einstreu der Hühner auch um die Baumscheiben, für die Obstbäume zum Beispiel. Und als Mulchmaterial. Und ich sammle auch den Kot direkt ein der Hühner im Frühjahr und mache daraus eine Hühnerjauche und dünge damit auch sehr, sehr gerne die Erdbeeren. Anjas letzter Joker, die Würmer in ihrer Wurmkiste. Neben Wurmkompost produzieren sie jetzt im Sommer Wurmtee, ein echtes Gartengold. Ja, den Wurmtee hat man normalerweise nur im Sommer, weil die Würmer nur im Sommer aktiv sind. Und dann kann man den Wurmtee ernten und auch Wurmhumus. Und das ist besonders gut geeignet für Leute, die einen Kleingarten haben, die vielleicht keine Tiere halten können und können sich so ihren eigenen Dünger auch machen, selber herstellen mit der Hilfe der Würmer. Und zum Beispiel auch für Balkongärten ist es super geeignet. In Anjas Permakulturgarten bei Riesa profitieren alle von dieser Mist- und Kreislaufwirtschaft. Die Menschen, die Pflanzen und die Tiere. Nachhaltiger geht es eigentlich nicht.